ein bisschen etwas zum Fahrplan, zur inhaltlichen Ausrichtung des diesjährigen Kongressetage und Tim das Ganze dann mit organisatorischen Hinweisen abschließt. Wow. Tja, same procedure as every year. Aber jedes Jahr kommen irgendwie neue Generationen nach, die den Kongress zum ersten oder x-ten Mal machen. Wer ist denn mehr als 5 Jahre hier schon dabei? Aha. Oh, das ist aber doch schon eine ziemlich kleine Zahl. Das heißt also, die lecker dabei sind, sparen sich das in vielen Fällen. Das Hackcenter ist jetzt schon ziemlich voll. Was mir gut gefallen hat im Hackcenter, ist, dass die Bereiche zumindest erkennbar sind mit bestimmten Themenbereichen. Ob das dann da so stattfindet, das wird sich mehr oder weniger zeigen, aber das finde ich einen guten Ansatz. Das ist einfach riesig gewachsen. Wenn ich da so zurückdenke, 1981, also vor nächstes Jahr haben wir das Problem, dass wir 20 Jahre alt werden und einiges dazu machen müssen, ob wir wollen oder nicht. Die Erinnerung auffrischen an den ersten Treff des CCC in Berlin in den Räumen der Taz am Tisch der Kommune 1, der ist inzwischen verbrannt. Da war vielleicht so ein Dutzend Leute da, die sich dort getroffen haben. Und die Macht der Rhythmen ist wichtig. In Hamburg war die erste aktive Chaosgruppe, was damit zusammenhängt, dass wir uns wöchentlich getroffen haben. Und das hat doch schon einen gewissen Zusammenhalt geschaffen. Das führte dann vor 17 Jahren zum ersten Kongress. Das war der jährliche Rhythmus, den wir dann gemacht haben. Und der jährliche Erfahrungsaustausch von Ideen, das Treffen mit Leuten, das Besprechen von Dingen, das Ausbrüten von, naja, ich sag mal jetzt so gewaltarmen Dingen, wie meinetwegen Schneeballschlacht mit einer Überwachungskamera oder was jetzt auf diesem Jahr ein Thema ist oder einfach so die Vielfalt von der Hardware, was zu Anfang auch schon mit dabei war zum Thema Hacken. Das Lockpicking, das ist im Laufe der Jahre dann ausgegliedert worden zu einem separaten Event, der auf diesem Kongress auch wieder ist. Und in der Fortentwicklung gab es dann auch letztes Jahr den Übergang zu einem 4-jährigen Rhythmus. Alle 4 Jahre ein Camp machen. Und wenn man das mit den Niederländern, die das auch alle 4 Jahre, nicht genau im gleichen Jahr, sondern 2 Jahre versetzt macht, dann ist es fürs Publikum einfach alle 2 Jahre. Der Kongress lebt davon, dass die, die den Kongress nutzen, ihn auch machen. Dass also ein Stück weit die Trennung aufgehoben wird zwischen Produzent und Konsument. Wir haben nicht den Anspruch, einen Kongress für Konsumenten zu machen, und da läuft nicht alles perfekt, also beispielsweise die hier vorne sitzen, haben noch nichts zu trinken, aber ich habe mich zumindest eben auch um die Engelfütterung etwas gekümmert, damit diejenigen, die hier die Arbeit leisten, die Hintergrundarbeit, eben auch was zu futtern haben. Und das sind die Dinge, die wichtig sind. Also so die Einführung von Engeln für die Kongressorga, wenn man das mal kalkuliert, so bei diesem ganzen Kapitalistengeschwätz über Privatisierung und Organisation, wenn wir das nicht auf der Ebene der Selbstorganisation machen würden, könnten wir uns so einen Kongress nicht leisten und auch nicht bezahlen. Und das wäre auch ein ganz anderer Stil, den wir durchziehen müssten. Und das zu vermeiden und das geschafft zu haben über die ganzen Jahre, jetzt 17 Jahre, das finde ich eine gute Leistung. Und mir persönlich macht das auch mehr Spaß, als irgendwo einfach nur zu hocken und mir das reinzuziehen, was da von vorne erzählt wird. Und ich glaube, dass das ein Stück weit der Geist von Hacken im Alltag ist, auch so etwas hinzukriegen. Als wir den ersten Kongress in Hamburg gemacht haben, da waren wir glücklich, eine Schule zu haben mit einer Aula
von vielleicht 100 Plätzen und das Ganze finanziell zu wuppen. Und damals habe ich mir nicht träumen lassen, dass wir mal in einem solchen Saal wie hier hocken. Und was mir gefällt, ist, dass der Spirit, dass der Geist von der Veranstaltung über die ganzen Jahre gehalten hat. Wir sind als Chaos Computer Club in ziemlichen Wachstumsproblemen. Wenn ich mal überlege, in der Größenordnung 1500 Mitglieder und immer noch alles ehrenamtlich durchziehen. Irgendwann ist auch die Grenze, dass wir da überlegen, wie wir das ändern und wie wir das ändern können und trotzdem die Struktur, das Zusammensein und die Selbstorganisation zu bewahren. Und ich wünsche mir, dass dieser Kongress so ein weiterer Meilenstein auf dem Weg ist. Tim ist jetzt gerade wegen irgendeinem anderen gegangen. Das ist normal. Also an sowas muss man sich gewöhnen. Und was ich interessant finde im Rückblick, ist so das Beobachten der nachwachsenden Generation in Anführungsstrichen. Also mit einem anderen in der ersten Reihe gehören wir hier zu den, sag ich mal, Elder Statements schon. Und Andi ist im Verhältnis dann schon irgendwie 2 Jahrzehnte jünger in der Größenordnung. Und das, was ich so nach vorne sehe, wie jetzt da die Entwicklung weitergeht, da habe ich großen Respekt vor dem, was danach wächst und was sich da tut. Und freue mich darüber, dass neue Sachen, neue Impulse reinkommen. Von der Orga des Kongresses, ähnlich wie der Name Aula für diesen Ort hier historisch überliefert ist, gibt es da noch so ein paar andere historische Relikte. Als Steffen Verneri und ich, Steffen ist eben bei den Lockpickern drüben, die ersten Kongresse anfingen zu organisieren, schlug unser beider Vergangenheit doch etwas durch. Steffen war bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich war bei den Pfadfindern. Und von daher ist, wenn ich das aus heutiger Sicht formuliere, waren die ersten Kongresse doch tendenziell paramilitärisch organisiert. Und also bei allem Pazifismus, der da mit dabei ist, aber so von der Strukturart und so speziell durch das Hinzukommen von Tim, hat sich da auch der Stil der Nach-Hippie-Generation, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um ihm nicht zu nahe treten zu wollen, in diese Richtung halt geändert. Und was ich eben auch sehr schön finde hier auf dem Kongress, ist der Einfluss der Beleuchtung, der Versuch, hier nun gerade nicht, aber hier kommt man mit einer Leiter auch nicht so leicht an die Lampen oben. Das war also so einer der Akte, wir brauchen mal 100 Leute, um die Lampen mit bunten Farben zu bekleben. Und diese Kleinigkeiten in Anführungsstrichen sind meines Erachtens keine Kleinigkeiten, sondern auch wichtig, um eine bestimmte Stimmung und eine bestimmte Art mit reinzubringen und die Entwicklung auch nicht nur Computer, sondern man kann mit Computern auch Kunst und Schönheit machen, mit hineinzubringen. Also bin ich nicht so der richtige Mensch für und da bin ich froh, dass wir da nicht nur einen Tim, sondern eine Reihe von anderen Menschen, wie auch aus der Ecke der Seabase haben, die uns dazu helfen. So viel erstmal von mir. Ich wünsche eben gutes Gelingen und jetzt Andi. Ja. Ich bin jetzt sozusagen hier, um euch was über den Fahrplan zu erzählen. Fahrplan umfasst jetzt zunächst einmal, der ganze Kongress basiert, wie einige von euch vielleicht schon bemerkt haben, auf Hell, auf einem großen Computer. Es wäre ein Verbrechen, das nur einen datenbankbasierten Webserver zu nennen. Es ist natürlich viel, viel mehr. Und ihr könnt morgen dann im XML, XSLT, XMLAA, wie auch immer, Workshop viel mehr darüber lernen, wie dieser Kongress organisiert wurde.
Also ich erzähle euch jetzt etwas über das Programm, was hier in der Aula und in den beiden Workshop-Räumen stattfindet. Die Veranstaltung, die im Hexencenter, im Arts- und Beauty-Bereich, bei den Sportfreunden der Starttechnik und in der Arena, das ist der Bereich hier gleich neben der Aula, neben dem Café, der ist noch so für spontane Sachen vorgesehen, die da stattfinden, die sind jetzt im Moment noch nicht elektronisch bei uns auf www.ccc.de/kongress abrufbar. Das wird in Kürze auch so sein. Ich vertrete jetzt hier erstmal sozusagen die Haupttracks hier in den Beiräumen. Der erste Tag steht wie immer ein bisschen als Einführung natürlich, aber nicht nur für diejenigen, die sich beispielsweise hier in der Aula gleich TCP/IP für Anfänger oder auch die TCP/IP-Protokollfamilie und ihre Eigenarten reinziehen möchten, sondern auch für diejenigen, die sozusagen mathematischen Grundlagen von Verschlüsselungstechnik ein bisschen besser verstehen müssen. Für die haben wir um 11 Uhr die elliptische Kurvenkryptographie. Das ist ein englischsprachiger Workshop, weil der Referent aus Amerika kommt, im Workshop-Raum 1. Ihr könnt sozusagen euch eine Einführung in die Amateurfunkklasse 3 über alle drei Tage verteilt. Ist das sozusagen, also das ist aufgeteilt in drei Workshops, jeden Tag um 11 Uhr, nee Quatsch, heute um 11 Uhr, morgen dann jeweils um 10 Uhr im Workshop-Raum 2. Das heißt, das ist ein Crashkurs über alle drei Tage. Danach solltet ihr das grobe Wissen haben, aber um Missverständnisse zu vermeiden, danach habt ihr doch nicht die Lizenz, sondern danach wisst ihr sozusagen, was ihr lernen müsst, um die zu machen. Das geht wohl relativ einfach. Okay, heute vielleicht erwähnenswert ist, Werner Koch stellt das GNU Privacy Guard Projekt hier in Workshopraum 1 um 1 vor. Eigentlich wäre das etwas für den zweiten Tag gewesen, er kann aber nur heute. Da insbesondere aus dem Hause PGP in Zukunft Neuigkeiten zu erwarten sind, aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, dass Phil Zimmermann die Firma verlässt, weil die Auseinandersetzung innerhalb des Unternehmens Network Associates wohl etwas merkwürdig gerade sind, könnte also dem Projekt New Privacy Guard noch viel mehr Bedeutung zukommen. Der heutige Tag ist ansonsten eine kleine bunte Mischung zwischen jetzt technischen Einführungen und auch schon ein bisschen dem Kram, mit dem wir hier auf dem Kongress rumspielen. Ich empfehle insbesondere vielleicht den Workshop zu Ad-Hoc Mobile Computing bzw. Waveline-Vernetzung. Wir haben hier ja auf dem gesamten Kongress habt ihr Internet über IEEE 8211. Das heißt, wer einen Laptop hat, kann auch sonst im Archiv, glaube ich, kann er im Hackcenter, wo kann er die Karten liegen? Das wird im Archiv dann möglich sein. Oder im Waveline-Karten zu verleihen. Wer sozusagen einen Laptop hat. Allerdings verleihen wir sie nur gegen eine entsprechende Hinterlegung eines Betrages. Schutzgeld. Ein Schutzgeld. oder Scheck oder sowas. Dazu dann später mehr. Heute Abend machen wir hier nochmal einen kurzen Rückblick über das Jahr, bevor dann Immanuel Goldstein, das ist, man kann glaube ich sagen, Betreiber der 2600, unserer amerikanischen Schwesterorganisation oder Bruderorganisation, wie auch immer, den Film Freedom Downtime hier um 8 Uhr zeigt. Da geht es ein bisschen über die Kevin Mitnick-Story, die Hintergründe und auch die Art und Weise, wie der Umgang mit Hackern in diesem Fall in den USA so gesellschaftlich betrieben wird. Morgiger Tag steht ein bisschen im Mittelpunkt drin, der Open-Source-Gedanke, aber auch eben der Gedanke des freien Flusses der Informationen. Das heißt, es geht ein bisschen auch um die Lizenzierungsverfahren, um GNU, GPL, um die Auseinandersetzung, aber eben auch mit dem, was wir so als Urheberrecht oder Copyright, die CSS-Fälle und Ähnliches kennen. Wir haben uns für den Abend sozusagen zur Hauptauseinandersetzung ein paar Vertreter der Musikindustrie eingeladen. Wir haben sowohl jemand vom Bundesverband der phonografischen Industrie, das sind die mit dem IFPI-RPS-Projekt, die gerne bei allen Internet-Service-Providern Filter installieren möchten, um den Austausch von MP3-Dateien zu verhindern. Derartige Filter sind übrigens auf diesem Kongress nicht installiert. Wir haben auch ein paar Musiker selbst und andere Leute aus der Musikindustrie, um sozusagen mal den scheinbaren Widerspruch zwischen freiem Informationsfluss und Verwertung und das Leben von nicht materiellen Produkten zu erörtern. Ansonsten geht es morgen natürlich auch ein bisschen um Technik, um Buffer Overflows, um
um so die diversen Exploits, aber eben auch um ein paar gesellschaftliche Gedanken, wie man dann aus freien Informationsfluss und freier Software vielleicht auch eine freie Gesellschaft bastelt. Und am dritten Tag wagen wir dann einen Ausblick, sowohl technisch als auch natürlich von den Anwendungen her. Das heißt, da geht es auch ein bisschen um Überwachungstechnologie. Wir haben dort unter anderem eine Frau, die als Juristin in einem Berliner Telekommunikationsunternehmen, deren Aufgabengebiet und ihr Job besteht komplett darin, also die gesetzlichen Anforderungen zur Telekommunikationsüberwachung, die es so gibt, umzusetzen. Ich kann euch verraten, die Frau hat viel zu tun, hat trotzdem 2 Stunden ihrer Zeit abgeknappt, um uns hier mal zu versuchen, einen Überblick zu liefern, was denn so staatliche Anforderungen an Telekommunikationsüberwachung heute alles so bedeutet. Wir haben das FCPU-Projekt, die sozusagen den Gedanken dieses freiheitlichen Umgangs mit Informationen mal auf Hardware anwenden. Rüdiger Weiß wird was über das Ring um den neuen Verschlüsselungsstandard der Vereinigten Staaten, beziehungsweise der dann natürlich auch weltweit Bedeutung hat, das Advanced Encryption Fallera erzählen. Ron wird dann hier ein bisschen... Das Projekt der Vereinigten Staaten ist etwas zu kurz gegriffen. Immerhin haben das ein paar trinkfeste Belgier gewonnen, also Europa. Gut. Dazu dann den Workshop mehr zu gegeben. Ich habe nur die Kurzbeschreibung. Die trinkfesten Belgier haben wir aber nicht hier, oder? Haben wir trinkfeste Belgier hier? Gut, wir werden das sehen. Der dritte Tag jedenfalls, da wollen wir in verschiedener Hinsicht einen Ausblick wagen, sowohl Technologien in Bezug auf das Netz, Multicast, digitales Fernsehen, ähnliches, als auch in Bezug auf Anwendungen. Eine Veranstaltung heißt Upcoming Security Nightmares. Da wollen wir mal ein bisschen den Ausblick wagen, was dann uns an Sicherheitsproblemen noch so begegnen könnte, aber auch mit positiven Gedanken dann nochmal, was man dann mit den Netzen noch alles machen könnte. Der Fahrplan ist relativ stabil. Ihr findet jetzt die Version 1.0 im Netz. Das heißt, diejenigen von euch, die Referenten sind, können sich bereits darauf einstellen, dass etwaige Gelüste nach, ich möchte diesen Termin verschieben, weil ich aber da und da noch mit dem und dem essen gehen möchte und einen anderen Workshop gehen möchte, die werde ich einfach ignorieren. Das dient ein bisschen der Stabilität. Wir haben im Moment noch einen freien Zeitschlitz, da ringen gerade noch. Da muss ich gleich meine Mail lesen, dann weiß ich, wer ihn bekommt. Das heißt, es gibt noch eine kleine Ergänzung, aber das, was ihr jetzt im Netz angekündigt findet, das findet auch statt. Also es gilt die Version 1.0 und damit bin ich auch mit meiner Fahrplanvorstellung am Ende und übergebe nicht mich, aber das Mikrofon an Tim. Ja, hallo. Jetzt ist schon wieder so viel gesagt worden. Also wir haben uns natürlich auch in diesem Jahr wieder bemüht, den Kongress so kuschelig und angenehm zu gestalten, wie es in unseren Möglichkeiten steht, die ja immer sehr beschränkte Möglichkeiten sind. Da möchte ich auch gleich mal vorweg schicken, was eigentlich sich sowieso von selbst verstehen sollte, dass mit den Installationen, die wir hier gemacht haben auf dem Gelände, auch entsprechend so umgegangen wird. Da sind teilweise Leute sehr, sehr, sehr lange mit beschäftigt gewesen und die finden es dann immer nicht so toll, wenn da nicht sehr pflegefreundlich mit umgegangen wird. Was dieses Jahr wieder nicht so richtig toll funktioniert hat, weil das Bezirksamt Mitte, so mit der Bewusstseinserweiterung und all diesen Dingen, das scheint also im bürokratischen Bereich unserer Gesellschaft halt immer noch nicht in dem Maße stattzufinden, wie uns wir das alle wünschen. Also haben sie uns irgendwie kurzerhand die schon so unter der Hand dann dieses Mal endlich zugesagte Turnhalle in direkter Kongressnähe wieder mal entzogen. Ich kann nur hoffen, dass es dieses Mal das letzte Mal war, weil jetzt eine Bezirksreform gerade stattfindet in Berlin und die potenziellen Verweigerer irgendwie jetzt erstmal in einer Woche ihrer Jobs ohnehin entledigt sind, sodass da vielleicht neue Konstellationen sich auftun. Mal gucken. Solange sieht es halt in Berlin-Mitte mit der Jugendförderung irgendwie für moderne Technologien halt noch nicht so toll aus.
Dafür haben wir uns dann aber auch in letzter Minute noch einen anderen Raum, der nicht ganz so nah dran ist, aber immerhin warm und trocken, gesichert. Das heißt, wer jetzt partout ein Problem hat, irgendwo unterzukommen und noch dringend was sucht und einen Schlafsack dabei hat, dem können wir helfen, und zwar am Infotresen. Das heißt, ihr marschiert ab dem Hackcenter-Eingang zum Infotresen und dort kriegt ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt. Ja, ihr werdet gemerkt haben, wir haben uns vor allem im Vorfeld in der Ankündigung ein bisschen bemüht, das mit dem Hackcenter ein bisschen anders zu betreiben, als wir das in den letzten Jahren getan haben. Ich denke, der Grund dafür ist bekannt. Wir hatten, nachdem wir hier nach Berlin umgezogen sind und das Gebäude eigentlich recht gut angenommen wurde bei der ersten Veranstaltung, im letzten Jahr einen leichten Overkill gehabt mit so Trend zu LAN-Party, Auswüchsen. Das war sicherlich, im letzten Jahr hatte das noch so seinen eigenen Reiz und war auch, würde ich sagen, gerade mal so eben noch im erträglichen Bereich. Aber es war halt dann doch sehr absehbar, dass dieser erträgliche Bereich, wenn wir da nicht gegensteuern, in diesem Jahr deutlich gesprengt wird. Insofern haben wir uns dann, glaube ich, nach vorne gerettet, als dass wir uns mal mehr darauf gestürzt haben, auch das real vorhandene Potenzial ein bisschen besser zu gliedern, sprich irgendwie auch mal drauf zu schauen, was wird eigentlich getan im Hackcenter und irgendwie den oberen Bereich so ein bisschen zuvor zu strukturieren und mal zu gucken, wie sich das dann so Legosteinmäßig ergibt, damit man einfach auch mal selber sehen kann, was jetzt jenseits der Workshops und Kongresse und der Vorträge, vor allem der Leute, die sowieso immer die ganze Zeit das Gleiche erzählen, einfach mal an neuen Entwicklungen im Hackcenter sich da auftun. Ich würde euch einfach empfehlen, euch mal ein bisschen umzuschauen. Wir werden es auch mal versuchen, ein bisschen zu ordnen, vielleicht auch mal zu sammeln, dass irgendwie zwischen zwei anderen Veranstaltungen hier doch nochmal ein Überblick gegeben wird. Das ist noch nicht ganz klar. Ja, normalerweise muss ich jetzt hier immer so die aktuelle Internetkatastrophe ansagen. Aber es sieht ganz gut aus, soweit habe ich das zumindest gehört, ausprobiert habe ich es noch nicht. Traditionell haben wir eigentlich in der Projektleitung immer als letzte Netz. Wir machen diesmal kein Tech-DHCP, anders als angekündigt, weil irgendwie das noch der Meinung war, jetzt haben wir irgendwie, ist ja neues Jahrtausend, dieser ganze Kram, dann muss das jetzt mal mit den Holzwäscheklammern auch mal aufhören, mal gucken, wie es funktioniert. Es gibt dafür dann ein anderes System mit irgendwie Datenbanken und Aufklebern und solchen Sachen. Ich habe mich noch nicht davon in Kenntnis setzen lassen, ob das läuft. Aber soweit ich gehört habe, gibt es auf jeden Fall nicht. Bitte? Um es anders zu formulieren, wenn ihr DHCP macht, es gibt diverse DHCP-Server auf dem Kongressnetz, aber die werden nicht von uns betrieben. Also mindestens einer wird von uns betrieben. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Wir haben sieben gezählt und davon war nur einer von uns. Deswegen. Ja, also es gibt genug Potenzial für Überschneidungen. Insofern auch, als dass wir uns dieses Jahr ganz aktiv bemüht haben, das Haus komplett WLAN zu vernetzen. Wer also WLAN hat in seinem Laptop, sollte eigentlich in jedem Raum im Gebäude in den Genuss von Internet kommen. So die Theorie. Ich habe auch von hier und da erfolgreicher Praxis bereits berichtet bekommen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, wenn ihr selber Basestations oder sowas betreiben wollt, dann sprecht euch doch bitte mit dem NOC ab. Da könnte es dann doch aktiv zur Überschneidung kommen. Ansonsten sollte hier jeder irgendwie Platz finden. Wer keine WLAN-Karte hat, kann die sich so im Laufe des Tages, das befindet sich jetzt gerade im Aufbau, hinten im Archiv eine Karte leihen, wie ich schon angedeutet habe, gegen die Hinterlegung eines entsprechenden Entgeltes, das ihr dann natürlich wiederbekommt, wenn ihr die Karte zurückgibt, was ihr natürlich nicht wiederbekommt, wenn ihr die Karte nicht zurückbringt, dann könnt ihr hier auch rumnetzen. Ja. Eurochecks, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann gibt es noch eine Installation, die insofern erwähnenswert ist, als dass sie nicht in Betrieb ist. Das ist nämlich die Kameraüberwachung in dem Haus am Kölnischen Park, die hier normalerweise bei Veranstaltungen in der Regel in Betrieb ist. In Absprache mit der Geschäftsführung vom Haus am Kölnischen Park wurde sorgsam darauf verzichtet, diese Installation während des Kongresses in Betrieb zu haben. Also die paar Kameras, die da oben rumhängen, über die brauche ich da euch keine Gedanken zu machen. Die sind entstöpselt und defunktioniert. Ja.
wenn es jetzt keine dringenden Fragen noch gibt, dann bleibt uns nichts anderes als noch euch viel Spaß am Gerät zu wünschen und irgendwie explore the Congress. Ja, und macht was draus. Nein. Naja, ich habe gehört, dass du was gesagt hast, ja. Aber nicht was. Freunde von mir wollen zur Abendveranstaltung kommen und die arbeiten tagsüber, die wollen abends kommen und dann sollten sie noch einen Tagesbeitrag bezahlen. So war das letztes Jahr. Und dann wollte ich im Vorfeld gleich nachfragen, ob das dieses Jahr anders geregelt ist oder ob sie dann, wenn die abends zu 2 Stunden noch kommen, 30 Mark zahlen müssen und wie das geregelt ist. Naja, also das Expo-Abendticket haben wir noch nicht eingeführt. Vielleicht sollten wir ja mehr Bürokratie wagen und irgendwie auch dafür noch eine Regelung finden. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, aber vielleicht können wir das gleich nochmal getrennt ausdiskutieren. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich meine, der Kongress ist billig und er wird auch bewusst billig gemacht und irgendwie jeder zahlt. Wir sind ja auch eigentlich nicht ein Kongress, der jetzt Abendveranstaltungen hat, sondern wir haben irgendwie Tagesveranstaltungen im Wesentlichen. Können wir gleich nochmal drüber schnacken vielleicht. Was das? Ja, ich möchte da eine direkte Gegenrede zu dir erhalten, weil wir versuchen, das kostenmäßig zu minimieren und der Kongress funktioniert dadurch, dass jeder seinen Obolus beiträgt und wenn einer da nur 2 Stunden Zeit hat und die Veranstaltung mitnehmen will, dann halte ich schon für sinnvoll, dass da auch Eintritt für bezahlt wird. Und wenn ich überlege, was einer abends in der Kneipe ausgibt, da ist das einfach ein kleiner Obolus hier für den Kongress. Und also ich bin dagegen, das zu ändern und dann noch irgendwie mehr Bürokratie jetzt, freie Bürokraten, christliche Bürokraten, soziale Bürokraten, da irgendwie noch eine neue Regelung einzuführen. Schwarz-Rot-Turm. Also, mir ging es gar nicht darum, nicht zu bezahlen oder sonst was. War nur die Frage, ob die den vollen Tagespreis zahlen wollen oder nicht. Ich könnte auch gerne mehr zahlen. Es gibt auch noch Economy-Tickets und das New Economy-Ticket, sehr beliebt bei unseren Startups. Also, ist für jeden was dabei. Also, wer um diese Zeit arbeiten muss, der wird auch Geld verdienen. Vermute ich, ja. Ja, okay. Ich sage noch ganz kurz, die nächsten Veranstaltungen jetzt hier im Raum um 11 gibt es TCP-IP-Familienvorstellung im Workshop-Raum 1, das ist der rechte, ne? Da steht rein. Genau, und kommt oben die elliptische Kurvenkryptographie und im Workshop-Raum 2 um 11 Uhr gibt es den ersten Teil des Amateurfunk-Lizenz-Klasse-3-Crash-Kurses. Gut, viel Spaß.